Willkommen zurück zu Metal Gear Solid 2. Beim letzten Mal wurden wir entdeckt, so ein bisschen, während wir versucht haben, da irgendwie den Netzhaut-Alarm-Dingens hier auszulösen. Und ja, ich weiß jetzt noch nicht so ganz, wie wir das erledigen. Ich denke mal, wir werden warten, bis der Typ jetzt hier vorbeikommt. Vielleicht hält er hier davor an oder sowas. Und dann packen wir ihn einfach direkt vor den Anschalter hier. So in etwa. Hey, diesmal klappt's. Beim letzten Mal hat er ihn so vornüber geschmissen. Wahrscheinlich, weil ich mich bewegt habe oder sowas. Keine Ahnung. Jedenfalls, wir kommen weiter. Das ist gut. Telefon. Ja, geht doch mal da ran. Raiden, one of those hostages in there is Ames. The only thing we know is that Ames wears a pacemaker. His heartbeat should sound different from other people's. So use the directional microphone to locate him. You don't have a directional microphone, however. Find one first. The microphone is the only hope of identifying Ames among all the other hostages. The directional microphone should be somewhere in the core of Shell 1. Have you searched B2 of the core? Okay. Gut, dann gehen wir mal zurück. Muss ich jetzt jedes Mal wieder den Deppen da benutzen, um da durch die Tür zu kommen? Tatsächlich. Ich komme da so jetzt nicht mehr rein. Okay. Gut, dann gehen wir zuerst in B2. Wenn ich hier den Schalter mal treffe, so. Komm. Fahrstuhl. Das klingt gut. So, rein hier. Und dann auf nach B2. Den Computerraum. Yay. Kann nur gut werden. Gut, Hallöle. Noch sehe ich hier nicht so niemanden, der irgendwie wichtig ist. Hier hinten haben wir eine Lücke. Ist aber nicht wichtig. Da ist ein Vogel. Vogel! Ich glaube, da ist ein Vogel. Ja, komm. Eine Ration nehme ich doch. Ist ja an sich nicht verkehrt. Was steht da? Police Nords. Ja. Nee. Hey, was geht ab? Komm mir mal vorbei hier. Venus im Krebs? Hä? Achso, das war der Vogel, oder was? Ja, hallo? Jemand da am anderen Ende der Strippe? Nein? You have the directional microphone. According to our information, Ames has a pacemaker. This should make his cardiac pattern fairly distinct. Use the directional microphone to locate it. Okay. Also, man muss ja wirklich sagen, auch der erste Teil war ja schon so, dass das, dass, sag schon, einem immer gesagt wurde, was zu tun ist, und das am besten 300.000 Mal, sodass selbst ein Depp wie ich das verstehen kann. Kann mir der Vogel irgendwas machen? Wahrscheinlich ja, aber ich will nicht drauf schießen. Hä? Ah. Dahinter fing irgendwas an zu leuchten. Irgendwo. War das ein Fahrstuhl? Ist das ein Fahrstuhl? Oder wo war das? Da, das Ding. Oder nicht? Hm. Was hat das mit dem Vogel zu tun? Warum immer die kleinen Zwischencutscenes? Und wer ist eigentlich Paul? Gibt bestimmt eine Bedeutung dahinter, die ich im Moment noch nicht verstehe. Nun gut. Zurück in B1.
Ne, denn wir müssen ja nach wie vor... Komm, geh mal weg. Wir müssen ja noch immer... hier rein. Wir warten wieder auf den Deppen, dass er sich da vorstellt. Und warten umher. Wir stehen hier einfach nur zur Wache. Das ist voll normales Wachposten-Getue. So. Was einmal klappt, klappt auch meistens nochmal. Außer ein Tomb Raider. Ja, dann go, go. Go, go, Gadget. Ach nee. Nochmal Telefon? Ernsthaft? Raiden, one of those hostages in there. Nein! The only thing we know is that Ames wears a pacemaker. His heartbeat should sound different from other people's. So use the directional microphone to locate him. Once you recognize Ames by his heartbeat, keep the microphone pointed toward him. Then push the action button and call out to him. If it really is Ames, he should respond in some way. What if it's the wrong person? The guards may get suspicious and come running instead. Security could get tighter too. Try to be sure before you take the risk. Don't call out to a hostage with the action button until you're fairly sure that it's Ames. If you do make a mistake, switch the microphone for an AK and get out of there before a guard gets suspicious. If you're discovered inside, they'll cut off your retreat and call in the reinforcements. You won't make it out of the room. The mission will be over if you're discovered. Don your disguise and look for Ames while deflecting the enemy's suspicion. Okay. Das ist das Richtmikrofon. Jetzt zieh mal die AKS an, einfach nur halt wegen keinem Verdacht schöpfen und sowas. So, dann schauen wir mal. Reporting no problems in the hall on B1, in the Shell 1 Core. So. Muss ich jetzt hier überall hinhören? Ach, och. So schnell macht ihr das? Okay, gut. Jack! Jack! What the hell happened? Right. Ja, es ist ja gut, ist ja gut. Meine Güte, jetzt rasten sie mal nicht gleich aus, ja? Ich habe halt einen Fehler gemacht, na und? Okay, also ich sollte nicht beobachtet werden, während ich hier... Die Deppen abhöre, was natürlich Sinn macht. Versuche auch so schon irgendwie eine auffällige Person zu sehen. So, warte mal. Hier, Richtmikrofon. Warte. Das könnte er sein. Warte mal. Nur Vollzauber hier anziehen. Nicht, dass er mich hier gleich sieht. Geh wieder deiner Wege, genau. So, nee. Das klingt auch alles normal. Das klingt irgendwie sehr merkwürdig. Warte mal. Probieren wir es mal. Hier, Action-Button. Warte. Oder muss ich das jetzt hier mit dem Mikrofon machen, ne? You're Ames, aren't you? Okay. Konnte nicht. Versuch war es wert und so, ne? Okay. Warte.
Da kommt nämlich hier der Depp wieder. AKS. Hey, you, just ja, was denn? What are you up to? Doch, alles okay. Ist nur eine AKS. Alles ist okay. Bist du ein Questgeber oder was? Aua! Achso. Oh. Please! Penner. Zieht er mich einfach aus? Was soll denn das? Macht man nicht. Jack! Jack! Raiden! Nicht? Okay, dann nicht. Warte. Einmal hier. Ja doch, ist das Richtige. Bin mir manchmal bei der AKS und den M4 oder was das ist, da nicht so ganz sicher. Gut. Also, hier scheint es keiner von denen zu sein. Glaube ich. Möglicherweise. Hier haben wir auch noch Dippen. Muss ich wieder hinhören. Das könnte ja auch sein. Okay, dann nicht. Was ist mit dir hier? Du? Ach, da kommt jetzt ein ganz anderes Geräusch. Ah. Ich dachte, ich muss auf den Rhythmus des Herzens hören. You must be Ames. Keep still and listen to me. I'm not a terrorist. I got in here using one of their uniforms. I'm taking off the tape. Stay quiet. Who told you about me? An informer calling himself Mr. X, dressed like a ninja. I see. Take this thing off me, will you? I'm Richard Ames. Secret Service? Peter Renati, ja. Lali Lulelo, just like you. Lali Lulelo, ah ja. You're here to find out where the president is. We have little time, so I'll be brief. How about switching to nano communications first? Nano communications? Right, silence beats talk when it comes to safety. Are you on? Right here. Do you really know where the president is? Almost certainly. He was moved to the first floor of Shell 2's core section. The first floor? The core of Shell 2? Is he still there? I don't know. I can't get a response. You don't think he's been like the other hostages? Hmm? A hostage was killed in retaliation after the Seal 10 disaster, remember? What are you talking about? Regardless of what they do to other hostages, they won't touch the president. What makes you so sure? The case. You mean the nuclear button they took? Right. And the case won't do a thing by itself. That case may be the single most advanced example of a weapons failsafe system. The password is nothing less than the physiological data of the US president. Physiological data? The president's own vital signs. Heartbeat, brainwave pattern, blood pressure and so on are constantly monitored and relayed by his internal nanomachines. This information, along with the DNA pattern, serve as a biometric password, unbreakable even by the latest parallel processor supercomputers. The password entry itself cannot be performed unless brainwave patterns and heartbeats fall within normal parameters, rendering chemical and other forms of coercion impractical. In other words, the login must be made of the president's own free will. As a failsafe, the input must also be reconfirmed hourly, even after the initial login. If a valid confirmation is not forthcoming, the system will automatically cancel the login. And that's why they can't harm the president. At least until the bird flies. Is there really a new model of Metal Gear here? Absolutely. The black case serves as the launch key to Metal Gear as well. Why would they hide Metal Gear in an offshore plant? Haven't they told you anything?
The entire thing was planned. The oil spill, the tanker accident that caused it, everything. The Big Shell was built specifically for the development of a new Metal Gear model. The inspection tour was to check its progress. What's going on around here? Wait. Here comes Snake. That's him? Use the microphone to listen in.